Noch bevor er den Satz beenden konnte, saß das Messer tief zwischen seinen Rippen. Das Herausziehen klang wie das Schmatzen eines Abschiedskusses. Chief Inspector Grant Foster. Groß, stämmig, Anfang 50. So einen Tatort habe ich in meinen 20 Dienstjahren noch nicht gehabt. Scheiße, die haben doch für nichts mehr Respekt. Womit haben wir es zu tun? Männliche Leiche, Anfang 30. Er hat wahrscheinlich noch nicht lange da gelegen, als die Jugendlichen ihn fanden. Carly ist unser Forensiker. Er ist sehr langsam, aber der Beste. Es ist nur sehr wenig Blut am Tatort, woraus ich schließe, dass er nicht hier getötet wurde. Hier ist er. Ja, selbstverständlich habe ich ihn mir von Ihnen noch nicht angesehen. Später also genaueres. Das ist Detective Sergeant Heather Jenkins. Sie ist clever, hat mitunter eine spitze Zunge und genügend Humor, um es an meiner Seite auszuhalten. Allerdings neigt sie zum Gutmenschentum. Und zugegeben, sie ist hübsch. Sieht übel aus, Sir. Nein, hört sich auf jeden Fall so an. Also, Sie sind Ahnenforscher. Eigentlich Familienhistoriker. Ist das ein Unterschied? Nein, eigentlich nicht. Gut. Nigel Barnes, ich möchte Sie und Ihre Angestellten damit beauftragen, dieses Aktenzeichen, also diese Urkunde mit diesem Aktenzeichen, für mich zu lokalisieren. Hallo, Nigel. Hallo, Dave. Wie ich sehe, laufen deine Geschäfte recht gut, wenn du dir sogar Mitarbeiterinnen leisten kannst. Ich mache einen Scherz. Ich weiß doch, dass Sie von der Polizei sind. Was machen wir beide als nächstes? Sir? Was, wenn er tatsächlich unser Mörder ist? Nur weil er der einzige Verdächtige ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch der Richtige ist. Ach, verdammt, gehen Sie endlich schlafen, Heather. Wo kommt denn jetzt die Musik her? Verdammt! Ha, den kenn ich. Going back to my roots. Going back to my roots. Scheiße! Scheiße! Oh Gott, steckt das hier? Lauter Fliegen. Scheiße, wo kommen denn die ganzen Fliegen her?